Ordnung zum Tagesordnungspunkt 10. Da soll ein Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Anrufung des Vermittlungsausschusses auf Drucksache 20-6175 hinzugesetzt werden. Ich sehe da keinen Widerspruch von Ihnen. Dann verfahren wir so. Und wir rufen nun den Tagesordnungspunkt 6 auf. Die Beratung des 15. Sportsberichts der Bundesregierung. Für die Aussprache ist eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Und ich eröffne die Aussprache. Und das Wort hat für die Bundesregierung die Bundesministerin des Inneren und für Heimat Nancy Faeser. Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich gratuliere der Abgeordneten Damerow auch ganz herzlich zu ihrem 65. Geburtstag. Ist ja wirklich ein sehr besonderer Tag. Meine Damen und Herren, der 15. Sportbericht der Bundesregierung ist ein guter Anlass, um über all die Maßnahmen zu reden, mit denen wir die Bevölkerung in Bewegung bringen wollen. Und das nicht trotz der allgegenwärtigen Krisen, sondern gerade deshalb. Denn diese Krisen wirken sich auch auf den Sport aus, und zwar gravierend. Viele Menschen haben sich zum Beispiel während der Pandemie von ihren Sportangeboten abgemeldet. Gerade Kinder haben sich in dieser Zeit viel zu wenig bewegt. Wie wir die Menschen jetzt wieder aktivieren können, damit beschäftigen wir uns als Bundesregierung sehr intensiv. Der Bewegungsgipfel im Dezember 2022 war dafür ein guter Start. Und all das zeigt, die Ampel bringt Deutschland in Bewegung, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, besonders für die Sportvereine waren die Auswirkungen der Pandemie beträchtlich. Sie haben Mitglieder und Einnahmen verloren. Auch Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Trainerinnen und Trainer fehlten an vielen Orten. Gleichzeitig hatten die Vereine höhere Aufwendungen durch den Infektionsschutz. Das Vereinsleben in Deutschland war durch die Pandemie massiv bedroht. Deshalb hat das BMI gemeinsam mit dem DUSB mit insgesamt 25 Millionen Euro das Programm Restart Sport bewegt Deutschland aufgelegt. Damit wollen wir vor allen Dingen das wertvolle Ehrenamt stärken. Und ich bin den Haushaltspolitikerinnen der Ampelkoalition ausgesprochen dankbar für dieses Programm. Das Programm umfasst drei Bausteine. Erstens, wir wollen das sportliche Ehrenamt stärken, unter anderem, indem wir Ausbildung von Übungsleiterinnen, Schiedsrichterinnen, Vereinsmanagern und Trainern fördern. 3,6 Millionen Euro wurden in der ersten Antragsrunde bewilligt. In diesen Tagen endet die zweite Antragsrunde, für die weitere 1,4 Millionen Euro vorgesehen sind. Zweitens, wir wollen mit Vereinsgutscheinen wieder mehr Menschen für den Sport im Verein begeistern. Über 130.000 Schecks wurden bereits abgerufen. Und drittens machen wir sportliche Einstiegsangebote für ein ganz breites Publikum. Denn Sportvereine, meine Damen und Herren, sind der Kitt in unserer Gesellschaft und unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sportvereine leisten einen großartigen Integrationsbeitrag, zum Beispiel auch indem sie Geflüchteten aus der Ukraine und aus anderen Ländern Angebote machen und sie damit in die Gemeinschaft aufnehmen und integrieren. Der schreckliche Angriffskrieg Russlands hat auch den ukrainischen Spitzensport mit voller Härte getroffen. Deutschland zeigt sich solidarisch, und zwar gerade im Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris. Besonders wichtig ist, dass sich die Athletinnen und Athleten aus der Ukraine gut auf internationale Wettkämpfe auch vorbereiten können. Ich habe deshalb entschieden, dass das BMI zusätzliche Ausgaben von ukrainischen Spitzenathletinnen und Athleten übernimmt, zum Beispiel für gemeinsame Trainingsmaßnahmen und die Betreuung an unseren Olympiastützpunkten. Aber ich sage auch, Solidarität mit der Ukraine brauchen wir auf allen Ebenen. Die Entscheidung des IOCs, russische und belarussische Sportler bei internationalen Wettbewerben wieder zuzulassen, ist ein Schlag ins Gesicht aller ukrainischen Sportlerinnen und Sportler.
Der internationale Sport muss den Angriffskrieg Putins ebenso verurteilen, wie wir es auch auf der politischen Ebene tun, meine Damen und Herren. Und das geht eben nur mit einem kompletten Ausschluss russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten. Es gibt überhaupt keinen Grund für eine Rückkehr Russlands jetzt in den Weltsport. Und ich will es noch mal sagen, internationale Wettkämpfe finden nicht im luftleeren Raum statt. Wer den Kriegstreiber Russlands Sportveranstaltung für seine Propaganda nutzen lässt, der schadet der olympischen Idee von Frieden und Völkerverständigung. Und ich glaube, was das für die ukrainischen Sportlerinnen und Sportler bedeutet, muss ich hier nicht ausführen, denjenigen gegenüberzustehen, die möglicherweise Familienmitglieder umgebracht, gequält, vergewaltigt haben. Das ist nicht zumutbar, meine Damen und Herren. Das Thema Integrität im Sport ist für mich in jeglicher Hinsicht, aber auch von ganz besonderer Bedeutung. Deshalb sage ich in aller Deutlichkeit, sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch, Rassismus, Antisemitismus und andere Formen von Diskriminierung haben im Sport keinen Platz. Mit der neuen Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt im Sport, aus denen schon in diesem Sommer das Zentrum für Safe Sport wird, schaffen wir endlich Strukturen für einen sicheren und gewaltfreien Sport in Deutschland. Es geht um Prävention, Intervention und Aufarbeitung, denn Sport muss zu jeder Zeit für alle Beteiligten ein sicheres Umfeld bieten, meine Damen und Herren. Und auch dafür bin ich den Abgeordneten für ihre Unterstützung sehr dankbar. Sie sehen, wir haben viel zu tun und wir haben viel vor. Das Wichtigste ist, Sport begeistert und fesselt uns und er bringt Menschen miteinander ins Gespräch. Diese Freude am Sport ist untrennbar damit verbunden, mit spannenden Wettkämpfen bei Sportgroßveranstaltungen. Und das, worauf ich gerne hinweisen möchte, worauf wir uns gemeinsam freuen sollten, sind insbesondere in diesem Jahr die Special Olympic World Games. Hier in Berlin sind wir Austragungsort und es gibt ganz viele Städte über die ganze Bundesrepublik, die Austragungsort, die quasi Gast für Menschen der Teams sind, die Host Cities sind. Und dafür möchte ich Sie gerne begeistern, meine Damen und Herren. Machen Sie mit, teilen Sie diese Freude und nehmen Sie an den Wettbewerben teil und feuern wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch an. Im nächsten Jahr schaue ich zudem natürlich mit großer Vorfreude auf die Europameisterschaft der Herren im Fußball in unserem Land. Das werden zwei spannende Sportsommer bei uns in Deutschland. Dabei wollen wir aber auch international Standards setzen, gerade in puncto Menschenrechte und Nachhaltigkeit. Denn wenn wir in anderen Ländern in der Welt schauen, wo Großveranstaltungen ausgerichtet werden, müssen wir vor allen Dingen natürlich an die menschenrechtliche Lage vor Ort schauen. Und das muss bereits bei der Vergabe der Großsportereignisse erfolgen und nicht erst im Nachgang, meine Damen und Herren. Da müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen und dann werden wir es auch wieder schaffen, in unserem Land Sportgroßveranstaltungen wie auch Olympische Spiele wieder auszurichten. Meine Damen und Herren, Sport und Bewegung betreffen uns alle. Sport ist ein wichtiger Bestandteil ganzheitlicher Bildung und Sport sorgt dafür, dass wir unseren Alltag mit Freude gestalten und was für unsere Gesundheit tun. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Unterstützung in diesem Bereich, was ja in der Tat geprägt ist davon, dass man überparteilich den Sport unterstützt. Und dafür darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken. Und für die Unionsfraktion ist der nächste Redner Stefan Mayer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, formal geht es heute Vormittag um den Sportbericht, um den 15. Sportbericht der Bundesregierung für den Zeitraum 2018 bis 2021.
Und ich werde persönlich jetzt sehr verleitet über diese wirklich großartigen, ja wunderbaren, im wahrsten Sinne des Wortes goldenen Jahre der Sportpolitik in Deutschland zu reden. Noch nie ist so viel Geld im Spitzensport in Deutschland ausgegeben worden wie in der letzten Legislaturperiode. Noch nie war der Aufwuchs im Haushalt so stark im Sportbereich wie in der letzten Legislaturperiode. Und noch nie sind so viele neue Projekte in der Sportpolitik neu angestoßen worden wie in der letzten Legislaturperiode. Aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es wäre falsch, jetzt nur über die Vergangenheit zu sprechen, sondern natürlich bietet die Debatte heute auch eine Gelegenheit, eine Zwischenbilanz zu ziehen nach 16 Monaten Ampelregierung über die bisherigen Erfolge und Ergebnisse im Bereich der Sportpolitik. Und da möchte ich, sehr verehrte Frau Bundesministerin, mit einem Lob beginnen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre klare und eindeutige Haltung, die Sie heute auch noch mal zum Ausdruck gebracht haben, im Hinblick auf den Ausschluss von russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten, was die Olympischen Sommerspiele in Paris anbelangt. Ihre Kritik, insbesondere am IOC, teilen wir als CDU-CSU-Fraktion vollumfänglich und uneingeschränkt. Das darf ich Ihnen an dieser Stelle auch klar sagen. Und ich sage auch eines ganz offen, ich hätte mir diese klare und eindeutige Haltung persönlich auch vom Deutschen Olympischen Sportbund gewünscht, der hier aus meiner Sicht viel zu lange rumlaviert hat, rumgeeiert hat und erst auf den letzten Drücker im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve gekriegt hat. Das war mit Sicherheit kein Musterbeispiel einer klaren und eindeutigen Sportpolitik. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, damit hat es aber Frau Bundesministerin mit dem Lob schon sein Bewenden. Weil ansonsten die Erfolge und die Ergebnisse sich sehr mau ausnehmen. Ich sage eines ganz offen, Ihr Auftritt, Frau Bundesministerin, beim Eröffnungsspiel, bei dem ersten Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Katar, hat Deutschland und ich sage auch ganz offen, in unserem Bild, dem Bild Deutschlands im Ausland, um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht geholfen. Man könnte es auch anders formulieren. Auf der anderen Seite werfen Sie mit vielen Begriffen um sich, Sportfördergesetz, unabhängige Instanz, unabhängige Agentur, Sportentwicklungsplan, aber tatsächlich wird nichts konkret vorangebracht. Sie loben sich wegen Ihres Bewegungsgipfels. Ich sage mal eines ganz deutlich, dieser Bewegungsgipfel war ein Schlag ins Wasser. Nicht nur, dass Sie die Opposition eklatant ausgeschlossen haben, das war aus meiner Sicht unparlamentarisch und undemokratisch, dass sämtliche sport- und gesundheitspolitischen Sprecher aller drei Oppositionsfraktionen nicht eingeladen waren. Die Einladungspraxis darüber hinaus war sehr fragwürdig. Und ich sage eines ganz deutlich, auch die Rückmeldungen der Teilnehmer waren so, dass die Ernüchterung, ja geradezu die Enttäuschung ausgesprochen groß war über die Ergebnisse dieses Bewegungsgipfels. Diese 25 Millionen Euro Restart-Programm, wegen der Sie sich jetzt groß loben, sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Bundesländer geben selbst in ihrem Bundesland, Bayern zum Beispiel, 40 Millionen Euro zusätzlich aus und der Bund gerade mal insgesamt aufs gesamte Bundesgebiet 25 Millionen. Das ist wirklich kein großer Wurf, ganz im Gegenteil, das ist stümperhaft. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, darüber hinaus setzen Sie nur Projekte fort, die wir in unserer Regierungszeit begonnen haben. Stichwort Zentrum Safe Sport, das ist eine wichtige Einrichtung, um es klar deutlich zu machen, wir müssen den Kampf gegen sexualisierte, gegen psychische, gegen physische Gewalt im Sport intensivieren. Aber das ist kein neues Projekt, sondern das ist die Fortsetzung eines Projektes aus der letzten Legislaturperiode. Der nationale Plan zur stärkeren Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wird von Ihnen nicht behend und nicht nachdrücklich vorangetrieben. Auch hier stockt es massiv. Und was das Thema der unabhängigen Agentur anbelangt, sind die Rückmeldungen, die ich von den Ländern bekomme, die, dass erstens die Länder in keiner Weise in diese Projektierung dieser unabhängigen Agentur mit eingebunden sind. Und zweitens, das wissen Sie auch, Frau Bundesministerin, die Länder haben überhaupt kein Interesse, ihre Gelder, die sie ihrerseits insbesondere in die Nachwuchsleistungssportförderung investieren, dieser unabhängigen Agentur zu überantworten. Und ich sage auch eines ganz offen, wir als Haushaltsgesetzgeber sollten unabhängig davon, ob wir der Regierung oder der Opposition angehören, schon auch weiterhin den ehrgeizigen Anspruch erheben, dass wir selbst mit darüber befinden, wie die Gelder, die wir zu verantworten haben, auch entsprechend ausgegeben werden. Also hier eine unabhängige Agentur zu gründen, die im luftleeren Raum schwirrt, die keine Verantwortung hat, die auch insbesondere uns als Haushaltsgesetzgeber gegenüber in keiner Weise verantwortlich ist, mache ich mal persönlich ein sehr großes Fragezeichen dahinter.
Dann ein neuer Begriff, ein neuer Modebegriff, den Sie in die Welt gesetzt haben, Sportfördergesetz. Keiner weiß, was sich dahinter verbirgt. Ich sage Ihnen eines, Frau Bundesministerin, ich habe persönlich die feste Überzeugung, dass Sie mit einem Sportfördergesetz sich nicht mehr Flexibilität und mehr Spielraum geben, was die Förderung der Verbände und der Vereine anbelangt, sondern sich im Gegenteil sogar deutlich mehr strangulieren und deutlich mehr Fußfesseln anlegen. Ich bin der festen Überzeugung, es kann einem Sportland wie Deutschland nichts Besseres passieren als eine Regierung, die sportaffin ist. Das ist offenkundig die jetzige Bundesregierung nicht. Das war die letzte Regierung. Und dann auch einem Haushaltsgesetzgeber, der entsprechende Gelder auch für die Unterstützung der Vereine und der Verbände zur Verfügung stellt. Und nur um ein jüngstes Beispiel zum Abschluss noch zu erwähnen, Frau Bundesministerin, wir hatten gestern im Sportausschuss eine sehr interessante Debatte mit den Vertretern der Initiative Jugend trainiert für Olympia bzw. für Paralympics. Denen fehlen in diesem Jahr 300.000 bis 400.000 €. Das ist kein überaus großer Betrag, aber ein Betrag, der die Durchführung dieser wichtigen Veranstaltungen ganz entscheidend beeinflusst. Da würde ich mir mal ein klares Wort von Ihnen wünschen, dass diese 300.000 oder 400.000 € in diesem Jahr zur Verfügung gestellt werden. Da können Sie Ihre Sportaffinität unter Beweis stellen. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Tina Winkelmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Sportnation, der 15. Sportbericht der Bundesregierung, 221 Seiten dem Sport gewidmet, da lacht das Herz. Denn hier geht es um das, was uns bewegt. Hier stecken Emotionen, Leidenschaft, Freude und Tränen drin, aber auch unfassbare Leistungen, Fairplay, das Wechselbad der Gefühle, kurz gesagt, sie umfassen den Sport in all seinen Facetten. Sport verbindet, Sport treibt uns an. Er ist inklusiv, integrativ und schafft Gemeinschaft. Sport bringt die Idole unserer Gesellschaft hervor, die als Vorbilder fungieren. Doch um das fair, gerecht, schützend und fördernd zu gestalten, benötigen wir neben Analysen und Regeln einen Rahmen, der den Sportlerinnen und Sportlern die Ausübung ermöglicht. Es sind solide Standards gefragt, die auf die verschiedenen Situationen gezielt eingehen, anstatt einmalige Projekte zu fördern. Und daher haben wir als Ampel auch schon sehr viel angeschoben und umgesetzt, und es kommt noch vieles mehr. Der Blick geht nach vorne. Und Stichwort Sportförderung. Diese muss von Grund auf inklusiv und breit aufgestellt sein, und deshalb müssen wir die Spitzensportreform weiterentwickeln, um sie an die Gegebenheiten anzupassen und zukunftsfähig aufzustellen. Das Sportfördergesetz, die Sportagentur ist hierbei die nötige Weiterentwicklung, um moderne Sportförderung zu gewährleisten, in enger Zusammenarbeit zwischen Athletinnen und Athleten, Verbänden, Ländern und uns als Politik. Und hier machen wir einen wegweisenden Schritt. Und weiterhin gilt es, Jugendorganisationen unserer Verbände mit besonderen Aufgaben zu stärken, um die Talente von morgen zu finden und ihnen von Anfang an ein sicheres Umfeld zu bieten und den Breitensport zu unterstützen und fördern. Und es gibt keinen Platz für Rassismus, Antisemitismus oder Ausgrenzung jeglicher Art bei uns im Sport. Und erstmal nehmen wir als Regierung Geld in die Hand, um den Sport aktiv beim Kampf gegen Rechtsextremismus zu unterstützen. Der Aktionsplan gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist dabei ein Schlüsselwerkzeug, und Sportpolitik ist Gesellschaftspolitik. Und dabei hilft auch das Zentrum Safe Sport, ein Kernprojekt unserer Sportpolitik. Wir sind dabei, gerade etwas Grundlegendes zu schaffen, um Athletinnen und Athleten in Deutschland in Zukunft wesentlich besser vor sexueller und interpersoneller Gewalt zu schützen. Und hier auch ein großer Dank an Athleten Deutschland e.V. Denn Sport muss angst- und gewaltfrei gelebt werden, und das tun wir. Wir müssen das Thema Gleichstellung im Sport konkret angehen und ein gleichberechtigtes Miteinander schaffen, um uns so gegenseitig zum Erfolg zu tragen.
In einem freien und demokratischen Land wie in unserem darf es nicht sein, dass Frauen heute immer noch weniger Geld bekommen, weniger Förderung, obwohl sie die gleichen Leistungen bringen. Zum Beispiel im Fall unserer Fußballerinnen. Die haben mehr gewonnen als ihre männlichen Kollegen. Müssen wir mal betrachten, seit wann unsere Frauen offiziell an Turnieren teilnehmen. Und ich rufe die Verbände auf, die noch nicht gehandelt haben, hier endlich aktiv zu werden. Wir müssen ein Vorbild sein. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt auch im Sport. Und die Wissenschaft ist ein unverzichtbarer Teil des Sports. Das Optimieren gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportlern zusammen, das Feilen, das Testen, um immer wieder Top-Höchstleistungen zu erbringen. Die Wissenschaft ist eine wichtige Partnerin des Sports und hier fördern wir weiter. Und Leute, das Ehrenamt. Das Ehrenamt ist im Sport nicht wegzudenken. Das Ehrenamt trägt den Sport. Und Tausende von Menschen in diesem Land machen den Sport ja erst möglich, als ÜbungsleiterInnen, TrainerInnen, in Vorstandschaften der Vereine, in den Vereinsgaststätten, Betreuerteams, das Team Ehrenamt. Und danke, Leute, ohne euch würde alles stillstehen und dafür braucht es Anerkennung, Unterstützung und das bringen wir auf den Weg, das tun wir. Das sind nur einige Teile des Sports. Und ja, wir können Sportgroßveranstaltungen in Deutschland. Und wir können zeigen, wie es geht, mit Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung gemeinsam. Nachhaltigkeit, Vielfalt, Offenheit. Und die Fans, die über alle Nationen hinweg gemeinsam die Athletinnen und Athleten zu Höchstleistungen antreiben, sie pushen. Und Olympische und Paralympische Spiele, ja, darüber wird gesprochen. Es wird intensiv sich ausgetauscht, wie man so ein Sportfest der Nationen zu uns holen kann, unter welchen Voraussetzungen. Ein Prozess, der die verschiedenen Akteure mitnimmt und genauso muss es auch sein, gemeinsam. Und wir unterstützen unsere Athletinnen und Athleten, den Traum einer Teilnahme an Olympischen, Paralympischen Spielen zu ermöglichen, wie zum Beispiel jetzt mit der Road to Paris und vielleicht bald wieder bei uns. Und wer spitze sein will im Sport, der muss den Sport als Gesamtaufgabe sehen und das tun wir und der 15. Sportbericht ist einer der Wegweiser. Demokratie im Sport, Fairness, Respekt, Miteinander, Unterstützung und Förderung. Damit holen wir den Pott, die Medaille, die Top-Platzierungen und die Stimmung, die nur der Sport kann. Und der Sport ist bunt und vielfältig wie unsere Gesellschaft und das zeigen wir auch. Und zum Schluss möchte ich meine Worte auch noch an die ukrainischen Sportlerinnen und Sportler wenden und ihnen nochmal sagen, wir stehen geschlossen an eurer Seite. Wir unterstützen euch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Jörn König. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kollegen und vor allem liebe Sportler. Eine Debatte zum Sportbericht in der Kernzeit des Bundestages am Donnerstagvormittag ist natürlich ohne Einschränkung zu begrüßen. Der Berichtszeitraum sind im Grunde die ersten 4 Jahre der AfD im Deutschen Bundestag. Nun ist Korrelation noch nicht zwingend eine Kausalität, aber in diesem speziellen Fall war die AfD entscheidend. Erstmalig seit Jahren wird der Sportbericht im Plenum diskutiert. Seitdem wir im Bundestag sitzen, wird in den Haushaltsdebatten über den Sporthaushalt erst geredet. Was war denn vorher? Der Anteil des Sportes am Gesamthaushalt war von 1992 bis 2017 um 20% gesunken, auf unter 0,05% des Etats. Die absolute Summe lag bei 165 Millionen Euro, ein lächerlich geringer Betrag. Die Sportpolitiker der alten Parteien haben geschlafen. Nehmen Sie als Beispiel die Staatsministerin für Kultur. Das Amt wurde in dieser Zeit neu geschaffen und hat heute ein Budget von etwa 2 Milliarden Euro. Kultur ist wie Sport keine originäre Bundesaufgabe. Die Etats sollten also etwa gleich groß sein. Ja. Es ist eher andersrum. Es treiben sicherlich mehr Menschen Sport, als dass sie regelmäßig ins Theater gehen. Der Kulturetat hat sich seit 1992 verfünffacht.
Der viel zu geringe Sportetat hat sich seit 1992 nur verdreifacht. Gut ist, dass Sie auf die AfD gehört haben und den Sportetat seit 2017 verdoppelt haben. Genau das hatten wir gefordert damals. Damit wurde der Spitzensport aber nur vor dem Zusammenbruch gerettet. Inzwischen sind die Warnsignale überdeutlich. Im zweiten Jahr hintereinander wurden in einem zentralen Haushaltstitel etwa 30 Millionen Euro nicht verbraucht. Die jahrzehntelange Vernachlässigung des Sports, inzwischen ist es so, es gibt gar keine Sportler, Trainer und Strukturen mehr, welche das Geld vollständig verbrauchen können. Sie sind verantwortlich für diesen beispiellosen Niedergang. Mit diesem Schlaf der Ungerechten geht es munter weiter. Sie feiern sich im Sportbericht für 500 Millionen Euro jährlich für die Sportstätteninfrastruktur. Das ist lächerlich gering. Der DOSB und die Kommunalverbände haben schon 2016 einen Sanierungsbedarf von 31 Milliarden Euro festgestellt. Wir freuen uns also alle zusammen auf das Jahr 2085. Dann wird bei diesem Tempo schon endlich alle Sportstätten durchsaniert sein. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ampel. Das ist nur 15 Jahre später, nachdem die Deutsche Bahn den Deutschlandtakt eingeführt haben wird. Was soll man eigentlich dazu sagen, zu einem solchen Realitätsverlust der Regierung in diesen beiden Bereichen? Kommen wir zum nächsten Nickerchen. Die letzten Olympischen Spiele in Deutschland sind über 50 Jahre her. In allen anderen G7-Staaten fanden in dieser Zeit zum Teil mehrfach Olympische Spiele statt. USA 4-mal, Kanada 3-mal, Frankreich, Italien, Japan 2-mal, sowie Großbritannien immerhin einmal im Jahr 2012. In 2 Jahren wird der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach nach 12 Jahren seine Amtszeit beenden. Sie haben es tatsächlich geschafft, diese lange Amtszeit für Deutschland verstreichen zu lassen, ohne Olympische Spiele zu bekommen. Was für ein Armutszeugnis. Ich wünsche, wohl geruht zu haben. Kommen wir zu Corona. Auch hier hat die Regierung das Sofa empfohlen. Die Regierung hat aus Union und SPD unter dem Hashtag besondere Helden mit Videos in den sozialen Medien die Faulheit und das Dickwerden propagiert. Wir schimmelten zu Hause rum, erklärte die fiktive Luise Lehmann. Es wurde auf dem Bett gelümmelt und schön fett frittierte Hähnchen gegessen. Der DOSB und die AfD haben früh gesagt, der Sport ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Die Regierung hat dann trotzdem die Grundrechte ohne jede Datengrundlage eingeschränkt. Dabei hat Covid-19 eine Überlebensrate von 99,85%. Sie haben trotzdem das Sporttreiben und auch den Schulsport massiv verhindert. Ich zitiere den Corona-Expertenrat. Eine Ermächtigung des Gesundheitsministeriums, um von anderen Gesetzen abzuweichen, ist verfassungswidrig. Alle, die an der epidemischen Notlage und den daraus folgenden Grundrechtsverletzungen beteiligt waren, sie müssten alle vors Gericht. Auch und gerade vor dem Hintergrund der Nebenwirkung der völlig unzureichend getesteten sogenannten Impfungen, es waren mRNA-Injektionen. Jetzt und um das alles wieder gut zu machen, legen Sie ein Sportprogramm von 25 Millionen Euro auf. Das ist ein lächerlich geringer Betrag. Dankeschön, liebe Ampel. Ich persönlich werde mir dafür eine Sportbriefmarke kaufen. Wissen Sie, was Sie noch verschlafen haben? Das Ende der DDR. Auf Seite 169 heißt eine Überschrift politische Bildungsarbeit zu sportlichen Großereignissen. Ich bin mir vorgekommen wie in einem SED-Parteiseminar in der größten DDR aller Zeiten. Mit politischer Bildungsarbeit zur Fußball-WM in Katar sind Sie, Frau Ministerin, gerade krachend gescheitert. Ich habe es im Sportausschuss schon gesagt und ich sage es hier gern nochmal. Und diesmal zitiert mich die dpa bitte richtig. Ich will deutsche Politiker mit Armbinden im Ausland nie wieder sehen. Immer wieder diese arrogante Attitüde, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und hören Sie endlich auf, den Sport für Ihre politische Arbeit zu kapern. Ich könnte noch eine ganze Weile weitermachen, aber ich glaube, Ihre Schlafmützigkeit, meine Redezeit ist noch ausgiebig vorhanden. Ich könnte noch eine ganze Weile weitermachen, aber ich glaube, Ihre Schlafmützigkeit ist deutlich geworden. Wie geht es besser? Natürlich mit der Alternative für Deutschland.
Wir haben insgesamt 16 Sportanträge in dieser Wahlperiode gestellt, zu Olympia, zur dualen Karriere, zur Trainervergütung und so weiter und so fort. Zur Sportstättensanierung haben wir auch was auf Lager. Schreiben Sie doch einfach bei uns ab. Beim Sporthaushalt haben Sie es doch auch gemacht und es war zum Wohle des Sports und der Sportler. Wachen Sie endlich auf, sportfrei, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Philipp Hartewig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass wir heute in der Kernzeit über Sport sprechen, bedeutet große Wertschätzung und wird der Bedeutung des Sports auch gerecht. Denn Sport verbindet, Sport steht für Wettkampf, Leistung und Leidenschaft, auch wenn es mal wehtut. Sport stärkt den Einzelnen, erst recht unser Zusammenleben. Mit unseren hunderttausenden Sportvereinen, Sportverbänden, Sportstätten, natürlich vielen Millionen Sportlerinnen und Sportlern, die sich engagieren, trainieren und in Turnieren antreten, haben wir ein ganz vielfältiges und aktives Sportleben. Es steht fest, Deutschland ist Sportnation. Dabei müssen wir aber auch, wenn wir uns den Bericht und den Berichtszeitraum von 2018 bis 2021 anschauen, betrachten, dass gut in der Hälfte der Zeit in Deutschland bisher beispiellose Einschränkungen für den Sport und darüber hinaus vorherrschen. Kein Training, keine Wettkämpfe, Saisonabbrüche, keine Ticketverkäufe, keine Nutzungsmöglichkeiten von Sportanlagen. Dramatische Auswirkungen auf Physis und Psyche vieler Menschen in unserem Land. Auch wenn uns noch die Folgen davon über Jahre und Jahrzehnte begleiten werden, möchte ich in Bezug auf den Sport meinen Dank insbesondere dabei nochmal an die vielen Engagierten in den Vereinen und bei den Sportveranstaltungen richten. Ihr habt euch nicht unterkriegen lassen und sorgt jetzt dafür, dass die Menschen wieder zusammenkommen. Beim Sport in den Vereinen, bei Auswärtsfahrten oder Heimspielen, auf dem Platz, in den Bahnen, in Studios, in Hallen oder am Spielfeldrand. Ihr macht den Sport auch weiterhin zu etwas ganz Besonderem. Und schon zu Beginn dieser Legislatur haben wir uns eine Bewegungsoffensive für Deutschland vorgenommen. Wir schützen den Sport und verstehen die Herausforderungen aber auch als Teamaufgabe zwischen allen Ressorts. Und das Handlungsfeld ist dabei weit. Von der Schaffung neuer und moderner Bewegungsräume an öffentlichen Plätzen über das Schaffen von Aufmerksamkeit für das Thema Bewegung bis hin zur Stärkung des Vereinssports. Mit dem Restart-Programm stehen beispielsweise 25 Millionen für den organisierten Sport bereit für die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern, für Sportprojekte und für den Vereinscheck. Im Vereinsrecht haben wir die digitale Teilnahme am Vereinsleben vereinfacht. Mit dem Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit unterstützen wir insbesondere die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Über das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen stellen wir mehr Ressourcen für kommunale Sportstätten bereit. Jede Investition in den Sport ist dabei aber auch eine Investition in Integration, Inklusion und Gesundheitsprävention, eine Investition in Zusammenhalt und in die Zukunft unseres Landes. Dabei ist aber auch eine zentrale Aufgabe, die wir als Bund übernehmen, die Förderung des Spitzensports. Erfolgreicher Spitzensport hat für unsere Gesellschaft einen hohen Wert. Von der Vorbildfunktion unserer Athletinnen und Athleten über die Begeisterung und das Zusammenbringen der gesamten Bevölkerung bis hin zu unseren Athletinnen und Athleten als großartige Botschafter in der ganzen Welt. Es ist selbstverständlich, dass die Spitzensportförderung dieser Bedeutung auch gerecht werden muss. Es geht dabei aber nicht nur um nationale oder internationale Erfolge. So verfolgen wir auch bei den verschiedenen Aspekten rund um die Integrität des Sports einen ganzheitlicheren Ansatz. Wo Sport gemacht wird, wird auch gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen. Und daher ist es wichtig, dass wir die Strukturen für fairen, gewalt- und diskriminierungsfreien Sport stärken. Der Sportbericht zeigt, bei der Förderung der Verbände, der Olympia- oder Bundesstützpunkte bzw. der zahlreichen Akteure innerhalb des Spitzensports haben wir ein solides Fundament. Es zeigt aber auch, dass wir große Potenziale liegen lassen. Ob bei oder ob durch überbordene Bürokratie, die vielen breit aufgestellten
Akteure oder unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Thema Digitalisierung. Dort setzen wir nun auch gemeinsam an, indem wir beispielsweise eine Sportagentur als unabhängige Instanz zur Mittelvergabe anpeilen und uns dabei insbesondere dem Abbau von Bürokratie annehmen müssen. Gestern hatten wir im Sportausschuss ja beispielsweise eine sehr wertvolle Anhörung zum Thema Digitalisierung im Spitzensport. Meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, wir alle sind stolz auf den Sport in Deutschland, ihn zu stärken und zu fördern, ist unser Auftrag und unsere Verantwortung. Lassen Sie uns gemeinsam diese Herausforderung annehmen, denn Sport ist auch immer ein Teamspiel. Ich freue mich drauf, sportfrei, und vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat das Wort Dr. André Hahn. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der 15. Sportbericht ist mit 225 Seiten deutlich umfangreicher als seine Vorgänger, aber leider kein Deut besser. Er kommt wieder von einer Bundesregierung, die sich in vielen Fragen des Sports für nicht zuständig erklärt, auf die Länder und Kommunen verweist und die den Sport nicht für wichtig genug hält, um in dem für das Thema zuständige Ministerium auch das Wort Sport in der Namensbezeichnung unterzubringen. Der Bericht ist auch handwerklich schlecht gemacht. Er ist offenbar aus diversen Zuarbeiten nahezu ungeprüft zusammengestoppelt, woraus sich denn Widersprüche, Leerstellen und eigenartige Gewichtung ergeben. So werden zum Beispiel der durchaus wertvollen Arbeit der beiden Sportinstitute IAT und FES 20 Seiten eingeräumt, aber das Thema der Förderung des Baus und der Sanierung von Sportstätten und Schwimmbädern umfasst gerade mal 2 Seiten. Dabei ist genau das eine der größten Herausforderungen der Sportpolitik. Die Linke fordert weiterhin den Schutz und die Förderung der Kultur sowie des Sports als Staatsziele in Artikel 20a des Grundgesetzes zu verankern. Der Sport braucht ein eigenes Ministerium oder sollte zumindest als eigenständiger Bereich im Kanzleramt angesiedelt werden. Dass die Regierung sich in ihrem Bericht selbst lobt, ist nicht ungewöhnlich. Kritische Anmerkungen sucht man vergeblich. Dass allerdings Grüne und FDP das mitmachen, die in der letzten Wahlperiode die Sportpolitik zu Recht oft kritisiert haben, das ist zumindest befremdlich. Bemerkenswert sind auch die 14 Seiten Übersicht zu parlamentarischen Initiativen zum Thema Sport am Ende des Berichtes, leider ohne Nennung der jeweiligen Initiatoren. Viele der Drucksachen, die dort aufgeführt sind, vor allem die zahlreichen Anfragen, kamen nämlich von der Fraktion Die Linke. Und dadurch bekam die Öffentlichkeit, meine Damen und Herren, viele interessante Infos zu fast allen Bereichen der Sportpolitik. Und ich kann Ihnen versprechen, dass das in der jetzigen Wahlperiode nicht anders sein wird. Und natürlich gab es Ereignisse, die den Sport vor neue Herausforderungen stellten. Dazu gehören die Corona-Pandemie und der Krieg Russlands gegen die Ukraine, wobei die massiven Energiepreissteigerungen, die auch den Sport beeinträchtigen, nicht allein darauf zurückzuführen sind. Interessant ist aber auch, was trotz des Umfangs des Berichtes nicht drinsteht. So wird fast völlig ausgeblendet, dass die zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich auch dazu führt, dass viele Menschen sich das Sporttreiben in Vereinen oder auch Fitnessstudios kaum noch leisten können. Bei der Bestandserhebung des DOSB über die Zahl der Mitglieder und Vereine in den 16 Bundesländern wird sichtbar, dass auch über 30 Jahre nach der deutschen Einheit der Organisationsgrad, also der Anteil der Bevölkerung, die in einem Sportverein organisiert ist, in den ostdeutschen Ländern im Schnitt mit rund 15% nur halb so hoch ist wie in den westlichen Bundesländern. Dass auf diese gravierenden Unterschiede ein Bundesinnenministerium, das auch das Wort Heimat in seinem Titel trägt und für gleiche Lebensverhältnisse wirken soll, im Bericht nicht mit einem einzigen Satz eingeht, ist völlig inakzeptabel. Das gilt im Übrigen auch für den Umstand, dass Sport und Bewegung in den Bildungseinrichtungen, also Kitas, Schulen bis hin zu den Berufsschulen, Hochschulen, Universitäten, in diesem Bericht kein Thema sind. Kaum wird im Bericht auch auf die sich durch den Klimawandel ergebenden Herausforderungen eingegangen, zum Beispiel für den Wintersport und andere energieintensive Sportarten. Auf die nationale Strategie für Sportgroßveranstaltungen und die höchst fragwürdigen und absurde 40 Millionen Euro teuren Invictus Games für kriegsversehrte Soldaten
kann ich aus Zeitgründen heute leider nicht eingehen. Zu den Überlegungen einer erneuten Bewerbung zur Ausrichtung von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland will ich für die Linke nur anmerken, solange Bund, Länder und Kommunen in Deutschland keinen vernünftigen Schulsport und Schwimmunterricht absichern können und die Sportstättensanierung nicht endlich voranbringen, werden wir uns nicht für weitere deutsche Olympiabewerbungen engagieren. Fazit: Trotz Leerstellen, Halbwahrheiten und Schönfärberei bietet der Sportbericht viele Informationen und lädt zu einer umfassenden Debatte ein. Ich freue mich auf die Anhörung im Sportausschuss, bei der dann auch die Vertreter des Sports zu Wort kommen werden. Herzlichen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Sabine Poschmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde. Ich kenne kaum jemanden, der keine Berührung mit dem Sport hat, ob als Aktive oder als ZuschauerInnen in den Stadien oder auch beim Fernsehen auf der Couch. Allein die Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen zeugt mit rund 27 Millionen für ein großes Engagement. Dafür bedanke ich mich vor allen Dingen bei den ganzen Ehrenamtlichen, die unser Vereinsleben in Deutschland erst zum Leben erwecken. Und weil wir wissen, wie wichtig Sport für die Gemeinschaft, aber auch für die individuelle Gesundheit ist, unterstützen wir ihn mit all unserer Kraft. Und wie vielfältig diese Unterstützung ist, zeigt die heutige Diskussion um den Sportbericht. An vielen Stellen des Berichts wird über die Corona-Auswirkungen berichtet. Wir haben es gemeinsam geschafft, die negativen Auswirkungen auf den Sport abzufedern. Dazu gehörte Geld vom Bund, aber auch kreative Ideen vor Ort. Der Sport hat den digitalen Schritt gewagt, um Mitglieder zu Hause fit zu halten. TrainerInnen überlegten sich Übungen, um trotzdem zu trainieren. Dies alles hat die Vereine am Leben gehalten und verlorene Mitglieder wieder zurückgebracht. Was nachhaltig gelitten hat, meine Damen und Herren, ist das Ehrenamt bzw. die TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen. Aber seien wir mal ehrlich, die Probleme hatten wir zum Teil schon vorher. Corona hat sie noch einmal beschleunigt. Es wird in Deutschland weniger Sport getrieben. Der individuelle Sport nimmt zu, der Spitzensport verliert an Stärke, Trainersituationen sind zum Teil unbefriedigend, mehr Fälle von Verletzungen von Integrität kommen ans Licht, um nur einiges zu nennen. Manche Fach- und Landesverbände sind bei den Themen schon gut aufgestellt. Durch einen Gleichklang, eine Struktur, auf die aufgesetzt wird, das fehlt mir etwas, meine Damen und Herren. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Es mangelt auch nicht an Konzepten, aber zum Teil an der konsequenten Umsetzung. Zudem haben die letzten Jahre gezeigt, mehr Geld im System bedeutet nicht mehr Erfolg im Sport. Wir müssen also die Gelder zielgerichteter und effizienter einsetzen. Wichtig ist, die Akteure mitzunehmen. Dabei sollten die Befindlichkeiten nun über Bord geworfen werden. Entweder schaffen wir jetzt den Systemwechsel oder wir können uns weiterhin mit Papier bewerfen. Deshalb begrüße ich ausdrücklich den vom BMI und DOSB gemeinsam angetriebenen Reformprozess des Spitzensports. Und zwar in einem überschaubaren Rahmen, dass es diesmal auch umgesetzt wird. Das Gleiche gilt für den Breitensport. Mit dem Entwicklungsplan Sport. Wir müssen Deutschland wieder mehr in Bewegung bringen. Nicht nur aus gesundheitlichen Aspekten, sondern um die Gesellschaft in den Vereinen zusammenzubringen und zu stärken. Zum Schluss möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf den Sanierungsstau bei den Sportstätten lenken. Der Bund greift den Kommunen seit geraumer Zeit unter die Arme, obwohl es Landesaufgabe wäre. Zukünftig sollten wir diese Förderung aber bedarfsgerecht ausrichten. Dabei könnten auch soziale Aspekte eine Rolle spielen. Das machen wir in anderen Programmen auch.
Ich bin also zuversichtlich, dass wir strategische Ansätze ändern und auch auf die Schiene bringen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Lassen Sie uns gemeinsam für den Sport und vor allen Dingen für die Mitwirkenden etwas tun. Herzlichen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Fritz Günzler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wir sind als Union froh, dass wir zu einer so einer besonderen Stunde den 15. Sportbericht der Bundesregierung diskutieren können. Ich glaube, das ist die Wertschätzung, die wir dem Sport geben können, nicht nur durch einen eigenen Ausschuss im Deutschen Bundestag, sondern auch, dass wir zu einer besonderen Zeit diesen wichtigen Bericht diskutieren. Den Sportbericht gibt es seit 1971, alle vier Jahre. Und er betrifft jetzt den Zeitraum 2018 bis 2021. Und als Unionspolitiker, muss ich Ihnen sagen, habe ich den sehr gerne gelesen, weil ich nämlich feststellen konnte, wir haben eine sehr erfolgreiche Sportpolitik in der letzten Legislaturperiode gemacht. Der Dank gilt Bundesminister Seehofer, aber insbesondere auch dem parlamentarischen Staatssekretär Stefan Mayer. Denn da hatten wir einen Staatssekretär, der sich tatsächlich für den Sport eingesetzt hat. Und die Bilanz, wie gesagt, lässt sich nachlesen. Und das ist mittlerweile nicht mehr so der Fall. Und es war vielleicht auch schon ein schlechter Auftakt, als im Januar 2022 die Mitglieder der Bundesregierung ihre Schwerpunkte dargestellt haben und die Bundesinnenministerin den Sportbereich völlig ausgeklammert hat. Erst auf die Intervention von Kollegen Hahn ist auf den Sport eingegangen worden. Ich hatte gedacht, das wäre ein Versehen. Aber wenn ich das Handeln mir ansehe, war es kein Versehen, sondern das ist Taktik. Man nimmt den Sport überhaupt nicht ernst. Und das ist sehr, sehr schade. Wir haben auch heute von den Vertretern der Ampelkoalition, auch von der Ministerin, viele Worte gehört, viele Vorhaben, die man angehen will, aber letztendlich nichts Konkretes. Wenn man in den Koalitionsvertrag guckt, 177 Seiten haben Sie sich ja als Fortschrittskoalition gegeben, übrigens eine Seite mehr als die damalige Große Koalition, aber Sie haben nur eine Seite für den Sport verwendet. Und wenn man sich diese wenigen Dinge anguckt und dann mal einfach einen Haken machen wollte, dann sieht man, dass so gut wie nichts, aber auch gar nichts erfüllt wurde. Sie sprechen von mehr Investitionen für Sportstätten. Nichts passiert. Das Sportstätteninfrastrukturprogramm ist sogar gestrichen worden. Wir hatten für 2023, 2024 noch 260 Millionen Euro eingestellt. Die haben Sie einfach gestrichen. Dann verweisen Sie auf das Programm der Sanierung für kommunale Einrichtungen. Das sind mit 400 Millionen Euro viel Geld, aber wir hatten bis zu einer Milliarde drin. Also von daher seien Sie vorsichtig, wenn Sie behaupten, Sie würden in der Sportstätteninfrastruktur was leisten. Sie haben hier nur große Enttäuschung bei den Kommunen erzeugt. Und im Übrigen hatten Sie vernünftigerweise in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass es nicht nur um kommunale Sportstätten geht, das sind ungefähr zwei Drittel aller Sportstätten, sondern auch um vereinseigene Sportstätten. Die sind in Ihrem Förderprogramm derzeit überhaupt nicht mehr vorgesehen. Von daher haben Sie da doch erheblichen Nachholbedarf. Sie haben die Entbürokratisierung angesprochen im Sport nicht vorhanden. Die unabhängige Instanz zur Verteilung der Sportfördermittel ist heute mehrfach angesprochen worden. Wir wissen immer noch nicht, was das eigentlich genau sein soll. Es wird immer von Meilensteinen gesprochen, die dann im Sportausschuss dargestellt wird. Nach 16 Monaten gar nichts. Sie haben einen großen Entwicklungsplan Sport angekündigt. Bis auf ein weißes Blatt Papier habe ich da noch nichts gesehen. Sie haben die Evaluierung des Potthast-Systems, des Verteilungssystems für die Spitzensportförderung adressiert. Fehlanzeige, nichts ist geschehen. Sie wollten die Dopingprävention verstärken. Wir müssen feststellen, nichts geschehen. Man kann einfach feststellen, wenn der Koalitionsvertrag Ihrer sogenannten Fortschrittskoalition der Maßstab Ihres Handelns ist, dann haben Sie die Versetzung zurzeit nicht geschafft oder, um sportlich zu sein, Ihre Ziele bei Weitem noch nicht erfüllt. Und da haben Sie noch einiges an Tempo aufzuerlegen. Und wenn Sie sich dann loben mit einem 25-Millionen-Programm, das in die richtige Richtung geht, wissen Sie selbst, dass das wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, wenn Sie 150.000 Euro Gutscheine an potenzielle Mitglieder mit 40 Euro geben, wissen Sie, wenn Sie in den Wahlkreisen unterwegs sind, dass Sie damit meistens noch nicht mal einen halben Jahresbeitrag bezahlen können. Also von daher gibt es da erheblichen Nachholungsbedarf. Und wenn ich mir dann angucke, dass von den 25 Millionen Euro alleine 5 Millionen Euro für eine Werbekampagne draufgehen, weiß ich nicht, ob das eine zielgerichtete Verwendung dieser Mittel ist. Aber auch bei der Energiekrise haben Sie die Sportvereine allein gelassen. Natürlich werden die Sportvereine, die ein Drittel der Sportstätten vorhalten, auch an der Strompreisbremse und der Gaspreisbremse profitieren.
Aber im Ausschuss wurde angekündigt, dass auch die Sportvereine Teil des Härtefallfonds beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds werden sollen. Und wieder mal ist nicht geleistet worden. Es ist nämlich nicht der Fall, denn die Sportvereine fallen nicht unter den Härtefallfonds und können nur froh sein, dass einige Länder wie der Freistaat Bayern eigene Programme dafür gemacht haben, damit da dort die Hilfe erfolgen kann. Und lassen Sie mich noch in der Kürze der Zeit einen wichtigen Punkt aufgreifen, den wir als Union damals in der letzten Koalition durchgesetzt haben. Das sind die Corona-Hilfen Profisport. Wir haben damals auf Antrag der Union, Initiative der Union, es geschafft, ein einfaches, unbürokratisches, schnelles Modell aufzulegen, um Sportvereinen im Profisport außerhalb Fußball, erste, zweite Liga zu helfen. Wir haben die Insolvenzwelle im Profisport verhindert. Denn wir alle, die Sportpolitik machen, wissen ja, dass Breitensport und Spitzensport immer zusammengehören und sich bedingen. Und wenn die Ligen nicht mehr stattgefunden hätten in Zukunft, die Vereine pleite gegangen wären, dann hätten wir auch dem Breitensport geschadet. Von daher bin ich froh, dass wir über 500 Millionen Euro bei über 1000 Anträgen bewilligen konnten. Und das war eine großartige Leistung, die wir gemeinsam in der Großen Koalition auf Initiative der CDU-CSU vorangebracht haben. In der verbliebenen Zeit möchte ich auch nur noch einen Punkt aus aktuellem Anlass ansprechen, den der Kollege Mayer schon angesprochen hat. Wir haben gestern im Sportausschuss gehört von den Vertretern der Deutschen Schulsportstiftung, dass die Bundesfinals in der Jugend trainiert für Olympia und Paralympics stark gefährdet sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht verstehen, wenn die Probleme, so die Aussage des Ministeriums Ende 22 vorgelegen haben, es keine Beratungen gab und keine Anmeldung für den Etat 2024. Liebe Ampelkoalition, machen Sie hier noch mal einen Punkt, denn Jugend trainiert für Olympia. 800.000 Schülerinnen und Schüler sind da jährlich im Einsatz. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Günzler. Das ist ein Beitrag zum Sport, und den sollten wir nicht verloren geben. Also von daher handeln Sie wenigstens in diesem Punkt. Herzlichen Dank. Ich bitte Sie, auf die Redezeiten zu achten, da wir heute Mittag ja auch pünktlich schließen müssen. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Philipp Krämer. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass ich mich sehr freue auf die zweite Rede eines Königs hier in diesem Haus, weil ich glaube, dass diese einiges Substanzielleres bereithalten wird. Und ich möchte auch noch mal festhalten, dass die Sportverbände explizit keine Unterstützung durch die AfD sich wünschen, wie man letzte Woche auch am Deutschen Schachverband wieder gesehen hat. Herzlichen Dank für diese klare Positionierung. Und die ist, glaube ich, trifft auf Einigkeit in der deutschen Sportwelt. Ich möchte auf einige Punkte im Sportbericht eingehen, die für mich besonders erwähnenswert sind. Und Herr Günzler, ganz im Gegenteil, ich muss Ihnen widersprechen, haben wir, glaube ich, in dem Programm Sanierung kommunaler Stätten, Sport, Kultur und Jugend eine besonders hohe Summe, 476 Millionen, die einen Schwerpunkt auf die Sanierung von Schwimmbädern setzt. Und das freut mich besonders. So konnten jetzt im aktuellen Förderzeitraum 56 Schwimmbäder saniert werden. Das ist ein gutes Signal für den Sport, aber eben auch ein gutes Signal für Klimaschutz. Wir müssen aber in diesem Bereich auch noch mal ganz besonders auf finanzschwache Kommunen schauen, müssen schauen, wie ist der Zugang verteilt auf Schwimmflächen für die Bürgerinnen und Bürger, um hier noch mal im Besonderen die Daseinsvorsorge zu fördern. Und insbesondere nach Corona ist es wichtig, dass wir eine gemeinsame Offensive haben, um die Schwimmfähigkeit von Kindern zu fördern und voranzubringen. Noch immer ist Ertrinken die zweithäufigste unfallbedingte Todesursache bei Kindern. Doch nicht nur zum Schutz vorm Ertrinken, sondern auch angesichts der zahlreichen positiven Effekte auf die Entwicklung, sei es beispielsweise auf die Basismotorik, die Muskulatur, den Gleichgewichtssinn, die Stärkung des Selbstvertrauens, sollten Kinder möglichst früh das Schwimmen lernen. Und ich muss auch hier noch mal sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir eine Bundesinnenministerin, eine Bundessportministerin haben, die sich klar positioniert, einerseits im Ukraine-Krieg, dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durch Russland, andererseits aber eben auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Katar. Das waren zwar nur Symbole, mehr war da leider nicht möglich zu dem Zeitpunkt. Es war, glaube ich, aber trotzdem wichtig, dass wir uns in der Form positionieren. Und dazu noch mal herzlichen Dank.
Und auch in Bezug auf die Positionierung des IOC jetzt unter der Woche möchte ich noch mal festhalten, die Beteiligung an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ist in meinen Augen ein hinreichender Grund, um als Verband von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen zu werden. Es muss in den kommenden Jahren um eine Zeitenwende im Sport gehen. Der Einfluss von Russland muss zurückgedrängt werden und Geldflüsse zur Wahrung der Unabhängigkeit gestoppt werden. Stichwort Zeitenwende. Auch das, glaube ich, ein Aspekt, der manchmal im Bereich der Sportpolitik so ein bisschen unterbelichtet ist, aber umso wichtiger ist. Wir haben die Herausforderung, die Gesellschaft und die Soldatinnen und Soldaten gerade aufgrund der zugespitzten Sicherheitslage in Europa enger miteinander zu verzahnen. Und Sport kann da meines Erachtens nach eine verbindende Rolle spielen. Wir haben das Beispiel Martin Nörl, Gewinner des Gesamtweltcups zum zweiten Mal jetzt im Snowboardcross und gleichzeitig Sportsoldat des Jahres. Und ich glaube, dass die Bundeswehr seit vielen Jahren einer der größten Förderer des Hochleistungssports in Deutschland ist, sowohl finanziell, aber eben auch ideell. Und viele Spitzensportlerinnen und Sportler erhalten durch die Streitkräfte die Chance und die Rahmenbedingungen, auf sehr hohem Niveau zu trainieren und ihr Potenzial zu entwickeln. Die Bundeswehr trägt aktiv zur Förderung des Hochleistungssports in Deutschland bei. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Der FC Bundestag hat es vorgemacht, ist Europameister geworden. Wir haben jetzt im kommenden Jahr die Euro 2024 hier zu Gast. Das ist eine besondere Sportgroßveranstaltung. Und wenn wir uns an 2006 erinnern, ist das auch eine Möglichkeit, wirklich hochpolitisiert Aspekte der Völkerverständigung, der Menschenrechte, Demokratie und Freiheit auch als Gegenentwurf zur WM 2022 in Katar einzubringen. Wir haben das Jahr der Europawahl, eine große Chance, dass Europa noch einmal zusammenwächst, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, gerade bei diesem Sportereignis. Und deswegen möchte ich auch Positionierungen wie von Rudi Völler, dass es jetzt mal gut ist mit Politik im Fußball, zurückweisen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig und es ist möglich, auch über den Fußball und über dieses Turnier im Sommer 2024 besondere politische Inhalte zu transportieren, die uns als Gesellschaft im Gesamten voranbringen. Und somit möchte ich mich nochmal bei allen Ehrenamtlichen bedanken, die ja auch Teil dieses Sportberichts sind. Und ich glaube, die Ansetzung jetzt wirklich am frühen Morgen des Donnerstags zeigt, wie wichtig der Ampel der Sport ist. Das finde ich gut, das finde ich wichtig und auf dem Weg werden wir weitermachen. Herzlichen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Bernd Reuter. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sport verbindet die Menschen in unserem Land, und das gilt gerade für sportliche Großereignisse. Wir alle denken gerne zurück an das Sommermärchen 2006, als die Welt zu Gast bei Freunden war. Ein solches Volksfest, an dem jeder teilhaben kann, stärkt das gesellschaftliche Miteinander und das Zusammengehörigkeitsgefühl, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darum freue ich mich auch jetzt schon auf die Europameisterschaft. Kollege Krämer hat es gerade angesprochen, nächstes Jahr im eigenen Land. Aber es gilt nicht nur für fußballerische große Ereignisse, sondern genauso für die European Championships, für die Biathlon-WM in Oberhof oder die Eurobasket. Diese Veranstaltungen alle zeigen, Deutschland kann sportliche Großveranstaltungen, und darauf sollten wir weiter setzen. Und Kollege Hahn, wir kritisieren ja alle gemeinsam, dass Veranstaltungen in Ländern stattfinden, wo die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Aber sich dann hier hinzustellen und zu sagen, wir schließen auf der anderen Seite Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele aus, das geht nun auch wirklich nicht. Daher will ich an dieser Stelle noch mal ganz klar betonen, die FDP-Fraktion wünscht sich, dass die olympische Flamme auch wieder hier bei uns
brennt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wir haben tolle Möglichkeiten. Der DOSB hat hier extra eine Steuerungsgruppe eingerichtet, dass wir die an unterschiedlichen Stellen austragen könnten. Ich als jemand, der aus Nordrhein-Westfalen komme, brauche, glaube ich, hier nicht extra zu erwähnen, für wo mein Herz für welches Konzept hier schlägt. Ich glaube, wir können mit einem innovativen Konzept Vorbild sein, auch für nachhaltige Spiele in bestehender Infrastruktur, mit innovativen Mobilitätskonzepten. Das, glaube ich, werden wir sehr gut hinbekommen. Wir müssen aber auch, das will ich an der Stelle auch sagen, die Menschen vor Ort mitnehmen. Die verlorenen Volksentscheide sollten uns hier mahnendes Beispiel sein. Ich will noch einen zweiten Aspekt in meiner Rede aufgreifen. An den vielen Wochenenden bin ich auf Sportplätzen in meiner Heimatregion unterwegs. Nicht nur, um die Mannschaft meines Sohnes kicken zu gehen. Grüße gehen hier raus an den PSV Wesel, will ich an dieser Stelle sagen. Lieber Kollege Günzler, da hat die Opposition mal ausnahmsweise recht, er ist deutlich talentierter als ich. Dort spielen, und diesen Aspekt will ich hier extra auch noch mal erwähnen, dort spielen beispielhaft für viele andere Vereine Kinder und Jugendliche aus aller Herren Länder, aktuell auch eine ganze Reihe ukrainischer Flüchtlinge. Und hier zeigt sich, was für einen wichtigen Beitrag zur Integration von Menschen, gerade von Kindern, der Sport leisten kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich spreche, das Ehrenamt ist ja mehrfach angeklungen, ich spreche viel mit Ehrenamtlern, die sich gerade um diese kümmern, diese Kinder weit über, ich sag mal, das Sportliche hinaus. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss, und dafür gebührt den Ehrenamtlern in diesem Land unser herzlicher Dank, und wir werden als Ampelkoalition das Ehrenamt weiter stärken. Herzlichen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Johannes Steiniger. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Krisen unserer Zeit spiegeln sich auch im Sport wider. Ich will es mal an ein paar Stichpunkten klar machen. Die Inflation und die Energiekrise. Frau Bundesministerin, Sie sind da ehrlich gesagt so ein bisschen drüber weggegangen. Also in der Erfahrung aus meinem Wahlkreis bei den Vereinen brennt es im Bereich der Energiekosten, im Bereich der Kostensteigerung insgesamt. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel hier vorstellen. Der ASV Speyer bei mir aus dem Wahlkreis, ein toller Verein. Die schaffen immer so gut eine schwarze Null, sind richtig engagiert, machen tolle Jugendarbeit, machen richtig viel für das Thema Integration. Deren Abschlag ist ab 1. Januar fast verdoppelt worden. Da bringt weder die Strompreisbremse was, da bringt auch die Gaspreisbremse nichts, weil die Grenzen zu hoch gesetzt worden sind. Die haben jetzt ein richtig großes Problem. Und ich war bei dem Verein. Und die haben mir jetzt mal geschildert, was die beiden Möglichkeiten sind. Möglichkeit 1 ist, so wie es vielleicht ein Supermarkt machen würde, ich erhöhe den Umsatz. Also die würden die Mitgliedsbeiträge erhöhen. Ja, was passiert dann? Dann können es sich Kinder, Jugendliche, die Eltern im Zweifel nicht mehr leisten, in diesem Verein Sport zu betreiben. Also, das wollen wir auf keinen Fall. Möglichkeit 2, und die können mir es genau vorrechnen, wann dann Schluss ist in diesem Verein, ist, dass man halt gar nichts macht. Und dann ist dieser Verein in den nächsten Monaten irgendwann tot. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass Vereine in Deutschland aufgrund von hohen Energiepreisen jetzt umfallen. Ein Verein, der einmal dicht macht, der macht nie wieder auf. Und deswegen müssen Sie hier auch handeln. Und Sie haben in Ihrem, ich will mal auf den Bericht eingehen. Sie haben sich ehrlich gesagt in diesem Bericht ein Eigentor geschossen. In dem Bericht, in Ihrem Vorwort, geht es um die Frage, wie hilft der Bund Vereinen in den Krisen? Und dann wird die Corona-Krise genannt. 2020 200 Millionen Euro, 2021 330 Millionen Euro. Jetzt
25 Millionen Euro, im Grunde genommen ein lächerlicher Betrag. Welchem Verein soll das denn eigentlich wirklich helfen, Frau Bundesministerin? Hier müssen Sie nachschärfen. Ein zweiter Punkt, den ich kurz nennen will. Das Thema Migrationskrise wurde heute Morgen noch nicht erwähnt. Aber wir müssen uns auf den nächsten Winter vorbereiten. Wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten mehr Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind als im Jahr 2015, 2016. Wir laufen sehenden Auges in eine Situation, wo im Winter 2023 und 2024 Turnhallen wieder besetzt werden, durch dann auch Asylunterkünfte, die werden dem Sport entzogen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bereiten Sie das Land vor, dass das nicht passiert. Es wäre wirklich ein Schaden für den deutschen Sport. Und ein letzter Punkt. Verschiedene Kolleginnen und Kollegen haben das Thema Ehrenamt angesprochen. Nicht nur Danke sagen, sondern ein richtiges Paket fürs Ehrenamt schnüren. Wenn Sie so etwas vorhaben, dann haben Sie uns als CDU-CSU-Fraktion auch voll an Ihrer Seite. Und für die SPD-Fraktion erteile ich das Wort Jasmina Hostert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportlerinnen und Sportler und liebe Kolleginnen und Kollegen. Letztes Wochenende war mein Kollege und parlamentarischer Staatssekretär Mahmut Özdemir mit mir in meinem Wahlkreis beim Rollstuhlfechten. Und wir sind sehr stolz auf unsere Rollstuhlfechter in Böblingen. Dort wurden die deutschen Meisterschaften ausgetragen und unser Fechtprofi Maurice Schmidt holte letztes Jahr 2 Weltcup-Medaillen. Beim Besuch haben die Athleten uns Rollstuhlfechten ausprobieren lassen. Sie haben uns teilhaben lassen. Und Teilhabe ist ein sehr gutes Stichwort. Letztes Jahr haben die National Games in Berlin schon erfolgreich gezeigt, was möglich ist an Inklusion und barrierefreier Teilhabe im Sport. Dieses Jahr setzen wir noch eins drauf. Wir holen die Special Olympic World Games nach Deutschland. Das ist doch ein tolles Zeichen für Inklusion im Sport. Und das steht uns und unserem Land sehr gut zu Gesicht. Der Bewegungsmangel ist allerdings ein großes Problem. Wir alle bewegen uns viel zu wenig und auch das wurde im Sportbericht sehr gut dargestellt. Und deshalb haben wir für mehr körperliche Aktivität einen Anschub geleistet, einen Restart für die Menschen und unsere Vereine. Dafür haben wir 25 Millionen Euro in die Hand genommen, beispielsweise für 150.000 Sportvereinschecks im Wert von 40 Euro. So senken wir die Eintrittsbarrieren für den Vereinssport und so schaffen wir ein gutes Angebot, gerade für Familien mit niedrigem Einkommen. Und so ermöglichen wir Teilhabe im Sport, unabhängig von der Fülle des Geldbeutels. Und auch der Schulsport ist ein wichtiger Beitrag für die Bewegung von Kindern. Und wir haben jetzt mit dem Ganztagsausbau an den Grundschulen die Chance, Sport und Schule besser miteinander verzahnen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam hier mit den Ländern und den Kommunen, unseren Vereinen dafür sorgen, dass wir Sport und Schule miteinander denken. Das haben unsere Kinder, aber natürlich auch die Vereine alle Male verdient. Beim Schutz von Kindern und Athletinnen vor Gewalt gehen wir neue Wege. Mit einem Zentrum für Safe Sport verbessern wir die Sicherheit im gesamten Sport. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Sports eine gemeinsame, unabhängige Anlaufstelle schaffen. Nochmals zurück zu meinem Besuch in meinem Wahlkreis. Das Fechten hat mich begeistert, aber auch etwas anderes. Beim Training trafen wir 3 ukrainische Rollstuhlfechter, die unmittelbar nach Kriegsbeginn ihre Heimat verlassen mussten. Und die Böblinger Rollstuhlfechter haben sich für ihre ukrainischen Sportkameraden stark gemacht. Sie haben für sie eine Bleibe gesucht und eine Bleibe gefunden. Und gemeinsam mit dem SV Böblingen haben sie es ermöglicht, dass die Athleten ihren Sport auch bei uns nachgehen können. Einer von Ihnen sprach schon sehr gut Deutsch. Vielleicht wird ja Deutschland seine neue Heimat werden, so wie es auch mal meine geworden ist. Wer weiß. Dieses Beispiel zeigt etwas Wesentliches. Sport schweißt zusammen, Sport integriert über Nationalität und Behinderung hinaus.
Das ist diese verbindende Kraft des Sports, über die wir immer sprechen. Und deswegen ist jede Investition in diesen Bereich so wirksam und so wertvoll. Und daran werden wir in dieser Koalition weiterhin arbeiten. Herzlichen Dank. Und für die Unionsfraktion erteile ich das Wort Jens Lehmann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der vorliegende Sportbericht der Bundesregierung zeigt, wie vielfältig der Sport in Deutschland ist. Das Spektrum reicht von Breiten- und Leistungssport über Sportwissenschaft, Sportgroßveranstaltungen bis hin zu verschiedenen Zuständigkeiten des Sportes. Deshalb möchte ich gern noch einzelne nicht erwähnte Aspekte eingehen. Wie im Bericht erwähnt, ist die Bundesregierung neben dem Bundesinnenministerium der größte und bedeutendste Sportförderung im Land. Im Berichtszeitraum sind über 150 neue Dienstposten geschaffen worden, sodass insgesamt 850 Leistungssportler als Sportsoldaten bei der Bundeswehr dienen. Wie bedeutend die Bundeswehr für unseren nationalen Spitzensport ist, zeigt sich bei vielen Weltmeisterschaften, aber gerade auch bei Olympia. Nehmen wir die Spiele von Tokio als Beispiel. 155 der insgesamt 434 deutschen Athleten waren Bundeswehrsoldaten. Es entspricht einem Anteil von 36%. Die Sportsoldaten gewannen insgesamt 54% aller deutschen Medaillen. Werte Kollegen, ich finde das System der Sportförderung für unsere Sportsoldaten exzellent, weil es auch über den Tellerrand hinausschaut. Den Sportlern wird schon während ihrer aktiven Sportlaufbahn eine Karriere nach dem Sport ermöglicht, zum Beispiel als Trainer in der Truppe. Aktuell sind es 47 Dienstposten, die geschaffen wurden, um ehemalige Leistungssportler als Trainer auszubilden, die dann für die körperliche Leistungsfähigkeit in den Grundausbildungseinheiten beitragen. Ich finde es richtig, dass Leistungssportler ihre Mentalität, ihr Know-how und ihre Leidenschaft für den Sport in die aktive Truppe einbringen. Als Sprecher des Beirats Spitzensport der Bundeswehr werde ich weiter daran arbeiten, dass wir diese Dienstposten auf insgesamt 300 erhöhen. Meine Damen und Herren, ich begrüße ausdrücklich das Bekenntnis im Sportbericht zur Bewerbung zu Olympischen Spielen in Deutschland. Ich finde es wichtig, dass wir das größte Sportereignis der Welt ausrichten. Ich finde, wir sind reif für Olympia nach Deutschland zu holen. Denn wir können internationale Großveranstaltungen, das zeigt das Sommermärchen 2006, das werden die Special Olympics in Berlin zeigen und das werden auch die nicht überflüssigen Invictus Games, Herr Hahn, in Düsseldorf in diesem Jahr zeigen. Werte Kollegen, Forschung und Wissenschaft werden im Spitzensport zunehmend wichtiger. Deshalb ist es entscheidend, dass wir die Institute IAT und FAS weiterhin auskömmlich unterstützen. Das IAT kooperiert mit rund 30 nationalen Verbänden und entwickelt neueste Trainingsmethoden, um Leistungen der Sportler effektiv zu verbessern. Das FAS entwickelt und baut ergänzend dazu modernste Sportgeräte, angefangen vom Bob über Kanus bis zum Rad, und haben entscheidenden Anteil daran, dass unsere Sportler bei der Jagd auf Medaillen in den entscheidenden Zehntelsekunden schneller sind. Werte Kollegen, der Sportbericht der Bundesregierung sollte uns weiterhin ansporn bitte zum Schluss. Uns den Sport in der Gesellschaft und für den Leistungssport zu engagieren. Danke. Und der letzte Redner in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Dr. Herbert Wollmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde. Der vorliegende 15. Sportbericht bestätigt, dass es uns durch verschiedene Maßnahmen gelungen ist, die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern. Doch statt uns auf die Vergangenheit zu konzentrieren, sollten wir nun nach vorne schauen. Denn wir haben in dieser Pandemie auch wichtige Erkenntnisse gewonnen. Eine davon ist, Sport und Gesundheit müssen noch viel mehr gemeinsam gedacht werden. Das mag banal klingen, aber die Pandemie hat gezeigt, dass wir Menschen in Bewegung bringen können, wenn wir bestimmte Programme in die Wege leiten. Von den vielen erfolgreichen Maßnahmen möchte ich heute drei hervorheben, auch wenn sie schon genannt worden sind zum Teil. Mit dem Runden Tisch im Bundesministerium für Gesundheit und dem Entwicklungsprogramm
Plan Sport im Bundesministerium für Inneres werden die Ergebnisse des Bewegungsgipfels verstetigt. Gemeinsam mit den Ministerien arbeiten wir daran, Deutschland langfristig in Bewegung zu bringen. Zweitens, damit wir diesen Prozess weiterhin parlamentarisch begleiten, ist für den Sommer wieder eine gemeinsame Sitzung des Sport- und Gesundheitsausschusses geplant. Und der dritte Punkt, den ich besonders hervorheben möchte, ist noch einmal das Restart-Programm. Der Bund hat gemeinsam mit dem DOSB, wie gesagt, 25 Millionen Euro in die Hand genommen. Und dieses Programm ist ein voller Erfolg. Bereits über 130.000 Menschen haben sich einen Scheck für ihren Sportverein gesichert. Darum halte ich für sehr wichtig, und ich appelliere da auch an uns und unsere Regierung, dass wir dieses Programm verlängern. Aber noch einen Punkt müssen wir aufgreifen, der heute noch gar nicht genannt worden ist. Der Kampf gegen Doping. Deutschland hat mit der Nationalen Anti-Doping-Agentur, der NADA, eine sehr gut aufgestellte Institution. Das zeigt sich auch im internationalen Vergleich. Aber trotzdem, immer wieder gibt es aktuelle Doping-Verdachtsfälle, wie im Fall eines Verteidigers des Hamburger Sportvereins, der zeigt, wie wichtig die kontinuierliche Weiterentwicklung und Evaluierung der Doping-Analysemethoden ist. Deshalb fordere ich auf, dass wir die NADA weiterhin in die Lage versetzen, mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu arbeiten, um unerlaubte Mittel aufspüren zu können. Zum Abschluss möchte ich aber noch etwas sagen, was mich wirklich bewegt. Sport war und ist immer politisch. Das ist unbestritten. Aber wenn man sich alleine die letzten beiden sportlichen Großveranstaltungen Peking und Katar anschaut und in die Zukunft nach Paris blickt, dann verliert der internationale Sport zunehmend sein völkerverbindendes Element. Dass dieses Positive verloren geht, das macht mich sehr nachdenklich, das macht mich eigentlich schon traurig. Kommen Sie bitte zum Schluss. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass wir uns politisch sehr abwingend und darauf vorbereiten, was uns die nächste Zeit in der Verbindung oder mit den Auseinandersetzungen des IOCs bevorsteht. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19.00 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt.